Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Interconto Live 2 Projekt. Zusammen mit dem Heribert. Jo, wir haben da gerade das Problem mit dem Herrn Dingsbums gehabt. Mit dem Händler. Da mit seinen Silageballen. Und ja. So, der Heribert Ludwig ist da, hm? Ja. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, gerade können wir jetzt nicht so viel machen. Ich würde sagen, Feldarbeit weiter, oder? Jo. Wann bekommen wir eigentlich schon seinen Drescher zurück, also? Wann bekommen wir eigentlich, Nee, jetzt sag's. Na, aber schön. Willst du weiter grubern? Ja, ich grubber. Bank, ist ein bisschen wenig lost. Hast du ja den Motor irgendwie angelassen, ne? Na. Wir waren. Okay. Also, jetzt zahlt sie noch nicht aus. Wie schaut's denn aus mit, Dings? Ja, Lager für loses Dings, Dünger und so. Lager für losen Dünger, wie man, also meinst du einfach den man mit der Schaufel quasi, also nicht in den Paletten, ne? Ja, wo man unter Silo fahren kann und den Düngerstreuer voll machen kann. Ja, wir haben ja noch Dünger auf Lager, ich glaube nicht mehr, oder? Also Dünger nicht. An sich haben wir jetzt nicht mehr auf dem Hof. Dünger, wir haben nur zwei Saatgutpaletten und Kalkpaletten. Und Schweinefutterpaletten stehen da. Müssten wir mal gucken, ob es das hier irgendwo gibt, weil sonst müssten wir uns wieder beim Herrn Händler mal einen holen. Ich rufe mal den Händler an, wenn er da ist. Mhm. Oder ich schau kurz einmal im Katalog nach, ob es da was gibt. Ja. Schaut da mal. Ich rufe mal den Herrn Händler an. Ring, 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 oh, ring. Oh, Asinger, guten Tag. Ja, grüß Gott, Herr Asinger. Und zwar hätte ich eine Frage. Haben Sie so ein Lager, wo man Saatgut, Dünger, Kalk und so einlagern kann, beziehungsweise dann wieder ausatoren kann, damit man das benutzen kann, damit man nicht immer die Paletten hat? Ich glaube, da müssten Sie ja mal beim Bauhof nachfragen. Ah, okay. Übrigens, ich bin gerade kurz von Ihrem Hof mit der Silageballen, also können wir da runterkommen. Silageball? Sind ja, ich sie? Auf den Hof. Ah, okay. Jo, warten's, dann nehme ich gleich mal den Herrn der Heribert mit. Ja, gut, perfekt. Heribert? Hallo? Ja. Der Herr Asinger kommt wieder. Ah. Professionelle Ladung, würde ich sagen. Mhm, sehe ich schon hier. Ja, ich komme auch gleich, warte. Steigen Sie einmal aus und kommen Sie einmal zu uns in Kanal. Ah, da ist er eh schon. Bleiben Sie einmal kurz so stehen, ich muss da kurz ein Beweisfoto machen. Ja. Ich muss jetzt mal kurz noch die Ballen zählen, wie viel das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, keine Ahnung, man kann es gerade schlecht zählen. Der Joystick von meinem Merlo hat ein bisschen Probleme gemacht, die man sieht, deswegen sind die Ballen so aufgeladen. Jo, wo ist denn der Ludwig? Ich kann ihn nicht sagen. Soll der ich schon mal anfangen abladen, oder? Der kommt schon mit dem Dings. Ah, okay, gut, perfekt. Dann werden wir mal probieren, ob wir da einladen können in die BGA. Ja, gut, perfekt. Und dann, sobald das fertig formatiert ist, dann kriegst du das Geld überwiesen. Also der erste Anhänger, das waren 5 Ballen, das weiß ich noch. Aber wie viele das da jetzt sind und so ist das? Ja, warte mal, ich zähle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind das, glaube ich, oder? 16 Ballen haben sie gesagt, wo sie gesagt haben, wie viel, weil ich sie gefragt habe. Ja, das sind 12.
Also dann waren es 16 Pollen, wie gesagt. Ja, das ist halt die Frage, machen Sie das wieder, weil wir hatten da eben ein paar. Darf ich mal kurz Probleme einsteigen? Haben. Ich will kurz was probieren. Gerne. Ja, also haben wir 17 Ballen quasi. Genau, also hier sind 12 durch die 5. Ja. Herr Assinger? Ja? Können Sie das bitte wieder machen? Die BGA spinnt schon wieder. Ja. Alle sind dann mal sehr hinter die BGA-Fuchsentechnik. Herr Ludwig, da müssen wir echt auch mal den BGA-Betreiber fragen, oder der, was das errichtet hat. Ja, das werde ich auch sofort machen, nachher. Ja, noch ein Arbeitstag. Ja. Oder ich will mein Geld zurück, das geht auch. Ja. Oh, so macht man das hier. Da haben wir einen Profi mit zwei Ballen gleich. Ja. Und ohne das Heckgewicht, also. Eieiei, das geht ganz, ganz schön auf die Frontachse. Ja, für mich was machen Sie mit unserem MF? Oh, das ist das hier für ein Scheiß! Ach du Gott, was machen Sie denn da? Was machen Sie da, Herr Kollege? Ey, Sie haben jetzt den Ball hier hinten noch. Ja, ich würde sagen, die MF ist ein bisschen hier die Kupplung kaputt. Ihnen ist auch gleich eine andere Kupplung kaputt. Den MS wollte ich immer mal zur Inspektion bringen, also irgendwas stimmt hier mit der Kupplung nicht ganz. Ja, das ist auch der so einen alten MB-Truck hat, ne? Das ist ein Domi-Signer. Ich fahr 724 und 1050. Uiuiui. Ja, also übrigens, Sie haben hier hinten noch einen, ne? Ja, den kann ich ja gleich mal holen. Eieiei, Profis sein da wieder halt am Schrank. Also, Herr Assinger, ja, so was haben Sie denn so für Hanfpflanzen zu Hause, die Sie so also heimlich inhalieren? Hä? Ja, weil Sie so eine Fahrweise haben. Oh, das Telefon. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ja, grüß Gott. Bingo-Schein? Ich habe ja eigentlich schon Bingo, ich habe es zum fünften Mal hier angerufen. Ja, Sie kriegen gleich Bingo. Was brauchen Sie denn? Wie viel verdiene ich? Wie viel kriege ich? Ihr Drescherstunde erweitert sich auf 1100. Sorry, der Bollerwagen, den müssen wir jetzt mal irgendwo aus dem Schlammloch rausziehen. Na, was brauchen Sie jetzt? Gehen Sie und nicht es kam ein kleiner Zwischenfall dazwischen. Aha, das ist logisch bei einem Zwischenfall. Echt jetzt? Ja. Da bist du aber schnell drauf gekommen. Ist der Assinger bei Ihnen? Ja, der Herr Assinger ist da bei Ihnen. Zeig mal. Bringen Sie den Mann Händler ans Handy, Mann. Assinger. Ah? Da ist der Herr Müller. Ja, Sali Müller, was ist? Ja, Sali Müller ist hier. Assinger, ich hab den Güllebunker jetzt mitgenommen. Okay, gut. Unten am Händler steht ein Viehanbau für den IT-Runner, den wollen wir gerne verkaufen. Check den mal durch, der ist eigentlich nagelneu. Ja, okay. Wie viel gut. Der, ob das alles so passt mit dem Import, Ausbau. Weißt du, wie ich mein? Ja, gut, weiß ich nicht. Guck's dann einfach mehr, okay? Ja, mach ich. Und, kurze Frage, wie sieht das da oben aus? Was machst du denn gerade da oben? Wo? Ja, wo wohl? Beim Kleinhard. Ja, ja. Siloballen abladen. Aha. Kurze Frage, kaufen Sie auch Silarschan? Ich? Nee, Kleinhard kaufen Sie das auch. Okay. Ja, ich hab Kleinhard schon gefragt, wo ich. Warum eigentlich Kleinhard? Es gehört mir Ludwig, du Vogel. Ja, dann halt Ludwig. Ja, weil ich hatte den ja schon gefragt, aber ich will mich mal ein bisschen hier erkundigen, ob noch jemand irgendwie was hat. Die Scheune da oben. Jetzt aber mal eine kurze Frage, hast du mal was von Domme gehört?
Nee, da war Dings. Da ist auch so eine Landmaschinenmesse. Alter. Das ist ja eine von Landmaschinenmesse wieder da, nach 4 Jahren. Mein Vater, der jetzt in der Zelle sitzt, und dann jetzt ist hier der andere auf der Landmaschinenmesse. Ja, ich war. Also, ja, gut, ich war in der Rehe, ja. Ja. Oh Gott, Herr Assinger, was machen Sie denn da? Ja, ich glaube, Ihre BGA schon. Herr Assinger ist gerade am Reden, aber ja, das wäre soweit eigentlich alles gewesen. Ja, okay. Sagen Sie mir dann Bescheid, wenn Sie das hier durchgeguckt haben. Jo, sag ich Bescheid. Der Gerät. Ja, wenn Sie mal da vorne sind, also bei mir wieder im Händler, da Sie bin ich ja, wo Sie die Unterschrift machen müssen, dann können Sie da auch schon mal die Unterschrift machen. Dann kann ich das dann gleich verkaufen. Ah, ich mach kurz Unterschriften. Ja, genau dann. Ist so minderjährig. Soll ich schreiben minderjährig ja oder minderjährig nein? Ist mir egal. Also dann schreibe ich nein. Da. Nee, dann bis dann. Oh, gut, ciao. Ciao. Interessant, was man so alles hört. Mhm. Also der Herr Assinger, ich glaube, den müssen wir nochmal zum Sicherheitsfahrtraining schicken. Ja, ich war vorhin da, Vor allem, Sie haben unsere BGA verstopft. Gucken Sie sich das doch mal an, du. Nee, das muss jetzt erstmal verarbeiten. Stellen Sie auch einmal den komischen Ludwig was im Lauf. Leg den Ball jetzt einfach da vorne nur, oder? Mach das. Aha, ich glaube, die BGA ist noch nicht voll. Sie müssen nur mal besser hier die Ballen reinmachen. Ja, ich hab's auch gerade gedacht. Geben Sie hier nochmal Mühe, bitte. Ja, das Gerät ist ein Vielfraß, das sagt es doch schon. Ja, ich glaube, es ist so langsam nicht voll. Ja. Aber ich werfe jetzt noch von der anderen Seite den Ball in der Oper rein. Mhm, ja. Fahre ich gerade kurz auf die andere Seite. Mach hier noch die Türe zu, bevor ich sie abfahre. Wo ist denn jetzt eigentlich mit meinem MB-Truck hingekommen? Der hat den hier vorne abgestellt. Ah, okay, gut. Kann ich hier über Dings. Über das Feld fahren? Ja, ist nicht mir, ne? Also. Danke. Ich? Ja. Schau mal. Mach weiter. Ach du Gott, was machen Sie denn da, Herr Assinger? Siloballen in die BGA? Also fahren ist wirklich nicht so Ihre ganz große Stärke, oder? Ah, es geht. Wo soll ich denn hinfahren? Ja, wieder dahin, wo eben war, ne? Also davor zur BGA. Ja. Und dann überweise ich noch das Geld, ne? Das machen wir natürlich schnellstmöglich. Ja, 17 Ballen waren es, 1000 pro 1000 Liter, gell? Jo. Und pro Ballen waren es 3500. Jo. Ja, der Domi, der hat da die Kleidung gestresst. Dann hat die 4000 verbrannt. Jo. Gut. Wollt ihr das dann gleich mal überweisen, oder? Ja, das machen wir dann. Gut. Ja gut, dann würde ich auch wieder gehen. Ja. Und ja. Gut, dann überweist du nur das Geld und dann tschüss, gell? Achso, ja, stell mal den MB-Truck wieder da vorne hin, ich will losfahren. Leinhard. War nicht meine Idee.
Nee, alles gut, ich eben doch nicht seiner von dir. Können Sie gerne waschen hier bei mir, ne? Ja, komm, dann waschen wir den einmal noch. Ja, hier, komm, einmal hier. Komm her, ab. Herr Assinger. Ja, so heiß ich. Also der MP-Track ist vom Sound her gut, aber von der Leistung eher nicht. Ja, das ist, es gibt ja auch noch größere Modelle. Jo, also soundtechnisch. Aber das Fenster ist hier offensichtlich gerade, ja, das tut mir leid. Ja, also Innenwäsche ist auch nicht ganz gut. Ja, so, hier, bitteschön. Solange sie keine Geldwäsche betreiben, ist alles gut. Wer sagt denn das? Das waschen wir auch immer. Ja. Habe ich jetzt mal nicht gehört. Ja, war auch natürlich. So, angekuppelt ist. Ja. Auf Wiedersehen. Gut, perfekt, danke schön. Danke fürs schöne Geschäft. Auf Wiedersehen. So, Herr Ludwig. Dann würde ich sagen, machen wir heute einmal Feierabend. Ja. Jo, dann vielen, vielen lieben Dank für die netten Kommentare unter die letzten Videos. Und jo. Dann würde ich sagen, schaut gerne zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.